Herzlich willkommen zurück bei Anno 2070, wo wir uns damit beauftragt haben oder beauftragt wurden, ein winzig kleines, süßes Monument zu bauen, was wir natürlich auch machen werden. Selbstverständlich. Zwei runter sollen wir hier. Gut. Ja, da müssen wir mal gucken. Wie gut das funktioniert. Was wir mit dem Platz hier machen, müssen wir auch mal schauen. Vielleicht bleibt er so, vielleicht auch nicht. Alles aus einer Hand. Produzieren Sie Entwaren. 100.000 Stück. Okay. So, also ihr habt dann euer Sushi, habt da. Fehlt noch Lifestyle und hier dieses komische Megafon. Genau, das sollte hier hin. Da würde es nicht hinpassen. Ja, genau. Gucke mal an. Stillt Bedürfnis nach Informationen, reduziert die Bevölkerungszuwachsdauer, erhöht die Steuereinnahmen für alle Eco-Wohnhäuser im Radius, reduziert den Verbrauch von Lifestyle-Produkten für alle Eco-Wohnhäuser. Nice. Kind und Karriere. Juhu. Registriere Landnahme durch anderes Individuum. Wer hat denen das erlaubt? Okay. Die snaggen sich das einfach. Könnte sein, dass wir denen irgendwann wegklatschen müssen. Brauchen wir noch... Also können ja eigentlich schon mal hier so Inseln safen. Hier gibt's das. Das ist schon mal... Alter, 2, 3, 6 Stück. Krass. Jübel. Ach, da ist auch noch eine. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sogar. Damn. Hier sind auch übel viele von den Dingern. Okay, aber mal andere Sache. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann ich auch bestimmt hier oben nachgucken. 8, ja. Ja, nee, was wollte ich sagen? Ich wollte gucken, hier Mais könnten wir später, werden wir später gebrauchen. Kaffee und Getreide. Kaffee, Getreide und Trüffel. Mais, Getreide und Trüffel. Getreide, Zucker und Feintrauben und Gemüse, das ist nicht so wichtig. Ja, das wäre wichtig. Die Insel ist halt super kacke zu bebauen, ne? Aber trotzdem wichtig, Zucker und Kaffee, das brauchen wir für unsere Tech-Dudes. Die wir dann auch nochmal holen wollen. Und hier hätten wir den Mais. Was brauchten wir noch? Mais, Kaffee, Zucker und Getreide. Hier Mais und Getreide. Hier haben wir Zucker und Kaffee. Dann haben wir uns diese Insel hier noch für Mais und Getreide. Und dann können wir hier schön gleich alles weiterverarbeiten. Ja, und die Insel oben muss dann halt... Da muss das reichen, was wir dann da holen. Oh, hier wird auch gerade mein Tee knapp. Energieversorgung mangelhaft. Och ja... So. Ah ne, das ist eine normale Straße, die will ich nicht. So. Hast du Zeit, mir in dieser Angelegenheit zu helfen? Mal gucken, ob ich da Zeit habe. Nehmen Sie okay. Schön, wie dieses Schiff auch quasi schon unter Wasser ist.
Ökobilanz. Werte fallen. Wenn man es nicht selber macht. Tja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich würde sagen, du siedelst dich mal nach hier oben mit deinem Kontor. Dann nimmst du dir 10 Tonnen von beiden mit und dann fliegen wir mal nach hier oben und setzen hier auch nochmal ein Kontor hin. Dieser Einsatz wird alles andere als ein Spaziergang. Oh Gott, Leute. Tiere gesichtet. Finden Sie einen Bären. Einen filzigen, vollwertigen... Da läuft er auf der Straße rum, na klar. Wo auch sonst. Die Firma so. Unterstützt ihre Bemühungen, neue Standorte. Ja, danke schön. Wir haben keine Fische. Das ist nicht gut. Ökobilanz. Werte steigen. So. Achtung. Produktionsstillstand. Vom Holz hier, ja, das ist okay. Das ist okay. Brauchen aber mehr Tee. Ich stehe zu ihr. Hier. Eco-Schiffe? Nee. Einflussbereich plus 15%. Aktivität. Ja, das können wir uns mal holen. Das ist nicht schlecht. Das genau kann man mal machen. So geht's. Dafür, das war, also da haben wir halt nichts weiter, was wir da reinpacken können. So, ne? Wenn es irgendwann dann doch doof ist, dann müssen wir es halt rausnehmen. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier eingetroffen. Kann ich nicht. Das ist ja frech. Achso, das ist auch das Falsche. Bescheid, das hier wollte ich. Auf dich kann man zählen. Ein Angebot, das er nicht ablehnt. Kaufen Sie Items von dritten Parteien. 10. Ja, das ist jetzt, ich hätte jetzt gedacht, hätten wir schon gehabt, irgendwie 10. Feuerausbruch. Alarm! Alarm. Ökobilanz. Werte fallen. Entwarnung. Feuer eingedämmt. Sehr gut. Sehr schön. Du kannst echt stolz sein auf deine Leistung. Genau, Sand und das Zeug hier. Das können wir mal hier hinten mit hinsetzen in die Ecke. Dann kommt das hier weg. Eins, zwei. Registriere drei, vier. Hätte mich auch gewundert, wenn dem jetzt nicht so gewesen wäre. So. Dann sollten die Chips jetzt auch reinkommen. Können hier nochmal so einen Luftauffrischer hinstellen. Und hier drüben.
Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Immer Interesse. Das ist dann wohl Pech. Chill mal, Junge. Chill mal. So, den Bären. So, und sie wollte hier irgendwas in einem, dass ich irgendwas in Empfang nehme. Das können wir auch gleich machen. Haben wir noch vielleicht noch ein paar Minuten Zeit für. Einem Auftrag fehlt einfach noch ihr Einsatz. Wenn es drauf ankommt. Hätte mir denken können, dass du mehrere Eisen im Feuer hast. Klar, immer. Gib dir einen Ruck. Schon was kurz? Wenn nicht, hör zu. So, was soll ich jetzt damit machen? Wo soll ich hin? Achso, ich soll hier die Position anfahren. Gut Ding braucht Weile. Obwohl, ewig Zeit haben wir auch nicht. Oh, das... Mensch, das hätte mir doch mal jemand sagen können, was hier die Aufgabe ist, ey. Ich meine, ich könnte es mir bestimmt auch vorher durchlesen, aber das wäre ja langweilig. Gut. Upsi. Upsi. Upsala. Nein, ich will das hier bauen. Dann mach doch das hier weg. Das dahin. Und dann passt das hier wieder. So mehr oder weniger. So, so, so. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Ja. Das hast du sehr gut registriert. Spiel gespeichert. Bevölkerung verlässt die Stadt. Tut sie gar nicht. Hat gar kein Recht zu. Das habe ich denen nicht erlaubt. Ja. Nett. So. Pimp up die Bude. Let's go. Lifestyle is getting up. Das ist ebenfalls sehr, sehr nice. Dann kriegen wir nämlich jetzt hier gleich die nächste Stufe. Die Ingenieure dürften das ja dann sein. So, warte mal, das Ding könnten wir eigentlich auch mal kopieren, ne? Die Feuerwehr muss da weg. Die gehört da nicht hin. So, dann kann gerne hier vorne eine Feuerwehr hin. So rum. Hier hinten kann noch eine Feuerwehr hin. Hier irgendwo könnte dann irgendwann nochmal eine hin. Aber muss ja auch nicht jedes Haus mit der Feuerwehr abgedeckt sein. Ne? Muss ja nicht unbedingt sein. Hast du so, den Fernsehbericht gerade gesehen? Es wurden schon wieder neue Zuwanderer registriert. Cool. Toll. Aber warum, was ist mit euch hier los? Macht mal mehr KI-Chips, ihr Spasten. Wenn du bereit bist, kannst du sofort losgehen. Was?
Ach, die Orkanböe. Ich wollte gerade sagen, die Ork-Anböe. Ah, Orkanböe. Ja, gut, das macht natürlich irgendwo Sinn. So, was bist du? Verbessert sämtliche Gebäude des Typs Elektronikhersteller auf die Sensoren. Produktivität plus. Bitteschön. Sehr gut. Also wenn du hier weiterhin das Sagen hast, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Top, das freut mich, wenn du das so siehst. Sag nichts. Du hast es geschafft, oder? Ist ein echter Gewinn für die Ihnen. Initiative. Ja, also Kupfer, naja. Bräuchten wir mehr dann, wenn wir jetzt hier noch mehr herstellen wollen. Aber ich habe das Gefühl, das reicht jetzt schon nicht mit den Microchips, deswegen machen wir das mal. Ökobilanz. Werte fallen. Das ist natürlich blöd jetzt, ja, aber ich habe keine andere Wahl. Energieversorgung mangelhaft. Das ist natürlich auch doof. Da muss ich hier nochmal irgendwo so ein paar Windräder hinstellen. Jo. Daten geladen. Informationen zum Thema stehen bereit. Zack, zack, zack. Gut. Eine wunderschöne Allee. Genial. Allererste Sahne. Gut, da hinten müssen wir vielleicht gleich nochmal nachrüsten, ne? Ihr könnt theoretisch nochmal so ein bisschen anders das gebaut werden, aber boah, so im Großen und Ganzen ist schon okay, würde ich sagen. Schon okay. Krankenhaus, sehr. Oh, guck mal. Braucht gar nicht so viel Platz, wie ich dachte. Ja, gut für die Leute hier, die da vorbeifahren wollen. Oder fliegen, besser gesagt. Mäp, mäp. Oh, was ist denn hier eigentlich los? Das war aber so nicht geplant, du. Da tut mir leid, Feuerwehr. Da musst du dich nochmal selbstständig machen. Du musst nämlich dann hier hin. So. Dann hier einmal das. So. Dann kannst du auch wieder weg. Mal gut, dass ich genügend Geld habe, um den ganzen Scheiß hier zu bauen, ne? Sehr schön. So, Krankenhaus. Check.
Krankenhaus. Check. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Oh nein. Und ich habe keinen Strom. Strom ist, glaube ich, sogar noch viel schlimmer als die negativen Umwelteinflüsse. Okay, Strom passt erstmal wieder. Negative Umwelteinflüsse. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. So, sehr schön. Glas. Brauchen wir Sand und Kalk. Noch mehr Sand. Hier oben kriegen wir Kalk her. Ich brauche Werkzeug. Bitte gib mir Werkzeug. Dankeschön. Wenn ich das jetzt baue, dann habe ich gleich keinen Strom mehr, ne? Energieversorgung mangelhaft. Ja, wusste ich es doch. Müssen wir hier nochmal so ein Ding hinsetzen und da... nochmal ein, zwei Windräder. Gut, jetzt machen wir erstmal Minus. Okay. Die können erstmal mehr reinpayen. So, was ist denn hier mit Getränke? Tee haben wir nicht. Welch ein Wunder, dass wir zu wenig Tee haben. Kommt hier drüben mal hin unsere Teeproduktion. So. Vier und vier. So. Dann noch mehr Tee. Kriegen wir hier noch eine hin? Als hätte ich es ausgemessen, ey. Holy shit. Krass. Nice. So, Tee sollte dann erstmal wieder passen. Sushi passt nicht. Welch ein Wunder. Die beiden laufen aber auf 100%. Wie sieht's aus mit... Gemüse? Sieht auch gut aus. Erstaunlich, wie viel Werkzeug hier gerade noch verbaut wird, ey. Baumöglichkeiten erweitert. Fressen hier sofort das Werkzeug weg, sobald hier ein neues Tönnchen dahin gekommen ist. Optimal. Ne, Gemüse wollten wir hier nicht, aber das können wir mal hier drüben machen. Ah, bababi, bababu, bababo. So dürfte passen. 1, 2, 3, 4. Genau, so. So, 1, 2, 3, 4 und ein quer. Energieversorgung mangelhaft. 1, 2, 3, 4 und ein quer. Zähl auf dich. Also bau keinen Mist. Doch, mache ich. Optimal.
So, gucken wir mal, was wir jetzt hier... Habe ich Knick in der Linse? Was ist denn mit mir los? Ah ne, ist schon richtig, ist schon richtig. Ich hab Knick im Hirn. Lappen. So. 3 Cargoliner, Alter. Wo soll ich jetzt 3 Cargoliner herbekommen? Bist du besoffen? Bauen wir erstmal 2. So, hier, die pimpen sich auf. Das ist schön. Wir machen ein gutes Plus. Das überrascht mich doch ein bisschen. Dann Reis. Nein! Registriere neues Fahrzeug. Ja, ein Holz, ein Werkzeug bitte. Top. So, das passt aber, oder? Ja gut, wir müssten sowieso noch hier ein bisschen mehr. Das ist nur ein kleiner Test ihrer Fähigkeiten. Gucken wir mal, ob das funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Offensichtlich nicht. Dankeschön. Spiel gespeichert also. So einer ist das. Ja, dann kommt hier noch einer hin. Schmerzlicher Rückschlag. Ja, ich hätte es doch gemacht, Mensch. Warum bist du denn jetzt so? Na komm. Dankeschön. So, Reis-Check. Ihr Auftrag? Nee, kein Auftrag, nichts. Nichts Besonderes. Nichts Spannendes, alles in Ordnung. Kann ich mir nicht einfach von ihr. Sie wünschen? Hey! Dein Vorschlag? Nee, das meinen wir nicht. Aber theoretisch würde es gehen. Okay, Tee sieht gut aus. Sushi hier wird auch besser. Das sieht gut aus. Dann können wir uns jetzt ja um die nächste Baustelle kümmern, nämlich das hier. Gemüsefarm brauchen wir. Aber hier oben Gemüse? Das ist auch die falsche Insel. Hier unten. Da haben wir kein Gemüse, aber auch keine random Zutat. Dann machen wir einfach hier noch ein Kontor hin oder hier so ein Handelsdingens. Da wird einfach von hier das Gemüse mit abgeholt. Oder wir bringen einfach nur das Getreide hierher und machen alles andere dann hier. Das geht ja auch. Ich denke, das ist sogar besser. Dann machen wir hier unten nur Getreide. Achso, okay, ne, dann holen wir die Nudeln hier hoch. Okay, ich dachte, das wäre andersrum. Ah, ne, gut, dann machen wir es so. Dann holen wir die Nudeln hoch. Nehmen wir hiervon ein bisschen was mit. Oh, die können mehr tragen, ne? Okay. Hier, das und das. Und. Okay, Holz haben wir nicht. Klauen wir uns einfach mal von hier kurz. Das Holz. Let's go.
Wir brauchen Holz. So. Dann dieses geile Nudelkraftwerk hier kommt dorthin. Und ich habe vergessen, wie das mit den Dingern hier war. Die habe ich nicht so viel gebaut. Energieversorgung mangelhaft. Waren nicht 5x5, aber ähnlich. Waren 4x5. Energieversorgung mangelhaft. Energieversorgung mangelhaft. Von den Dinger brauchte ich 4, oder? Wap. So, dann bräuchten wir auf jeden Fall noch mal hier eine Kraftwindanlage. So. Brauchen wir nochmal 2 von den Jungs hier. So. 2, 4, 2, 4 und dann einer daneben. Oder wir versetzen das einfach 1, 2 nach hier und dann dürfte das klappen. Machen wir mal so. Und dann stelle ich fest, dass ich mich verbaut habe. Beziehungsweise nicht verbaut, sondern verguckt. So. Genau, dann sollte hier genügend Getreide rangespült werden. Du schnappst dir mal hier das Holz, was da übergeblieben ist, und bringst das mal weg. So, nach hier oben nämlich. Da bist du ja wieder. Ja, moin, grüß dich. Und dann gibt's die nächste Route. Achso, die hier heißt natürlich Gemüse. Und dann machen wir eine neue Handelsroute. Von hier nach dort, einladen. Nudeln, ausladen, Nudeln, einladen, Pastagerichte und hier das ausladen. Sehr gut. Ach, wie schön, dass die hier immer noch hardcore am Upgraden sind. Ja, ich bräuchte Holz. Was ist hier eigentlich los? Ich habe vor, den Grundbesitz der Kooperative etwas zu vergrößern. Okay für dich? Klasse. Das ich lasse gleich eines der Schiffe beladen. Kannst du machen, ich brauche das nicht weiter. Ja, ihr. Verzeichne Inbesitznahme einer Insel. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ökologisch zu wohnen heißt ja nicht, dass wir in Baumhäusern schlafen. Nicht? Ich dachte, genau das heißt es. Mensch. Kannst du mal sehen, du. Ich dachte, das sind so die klassischen Baumkuschler-Fraktionen und so. So kann man sich täuschen, du.
Green selbst hat mich als Kandidatin für die Repräsentanz der Eden Initiative vorgeschlagen. Trotzdem war es eine knappe Wahl. Dinge ändern sich eben. Und der alte Mann hat längst nicht mehr so viel zu melden wie früher. Okay. Cool, cool. Scheint nicht so richtig rund zu laufen bei euch, wa? Da erkenne ich doch Problematiken. So, machen wir nochmal einen Screenshot, einen kleinen. Wobei, eigentlich finde ich den hier, glaube ich, sogar besser. Hoppala. Den wollte ich haben. So, zwei Screenshots gemacht. Genau, ich bräuchte noch so einen Cargo-Liner. Was brauche ich denn hierfür eigentlich? Gemüse, okay. Zehn. Ach, war es einer oder hatte ich davon zwei? Ich glaube zwei. Und hiervon auch noch mindestens zwei. Oh, komm her, die können wir schon mal bauen. Das frisst ja quasi kein Brot. Und tut es tatsächlich nicht. So. Eins, zwei, drei, vier. Scheiß kostet Holz. Oh Gott. Leute, ihr macht mich arm. Ihr macht mich sau arm. Dann komm mal her hier. Wir brauchen noch mal hier eins von den Jungs hier. Registriere Landnahme durch anderes Individuum. Ökobilanz. Werte steigen. Fahrzeug fertiggestellt. Klasse. Ja! Ja, gut, das brauchen wir nicht unbedingt. Das lassen wir mal da. Werkzeug haben wir ein bisschen was. Glas haben wir ein bisschen was. Holz haben wir ein bisschen was. Damit können wir, glaube ich, erstmal anfangen, hier zu bauen. Ich habe schon mal jemanden operiert, ja. Aber undercover noch nicht. So. Bin zufällig in der Gegend. Braucht irgendwer was? So, dann bauen wir mal das Ding hier. Aber erstmal brauchen wir ihn hier. Also warte mal, nee, die brauche ich ja gar nicht mehr, ne? Das heißt, wir können die ja hier komplett hier hinten reinsetzen. Vier Holz, okay. Schnellstraßen, genau, die brauchen wir auch noch. So. Dann brauchen wir... Habe ich jetzt das Ding da rausgezogen? Das sollte man nicht ohne Kontext zitieren, bitte. Das könnte zu Missverständnissen führen. Naja, gut. Hier, komm her. Gib mir hier die... Die Bude hierher, so. Cruise mal wieder zurück. Aufgeschmissen den Lachs hier, zack.
Bum. Ja, passt. Schön, dass die Gebäude irgendwie alle symmetrisch sind. Bisschen unlogisch, aber ist okay für mich. Komme ich mit klar. So. Dann haben wir ja... Genau, du schickst hier deine Nahrung rum. Dann die dummen. Reparaturkran, okay. Reparaturkran. Registriere Energieknappheit. Oh. Wie gleich alles eskaliert, nur weil einmal der Strom weg ist, ne? Ach, ja. So eine geile Flak. Luftabwehr Sam-Werfer oder was? 10 Energie kosten die Dinger. Holy shittens. Ökobilanz. Werte steigen. Warnung. Verminderte. Ich hoffe nur, das artet bei dir nicht irgendwann mal in Hektik aus. Ladedatensatz mit zweckdienlichem Info. Ja, gucke mal, wie schön. Ja, schön. Oh Gott. So. Dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt schon mal einen guten Stand erreicht. Wir kriegen hier ein paar Nudeln rein und so, theoretisch. Und unsere Stadt wächst und gedeiht. Vorzüglich. Ach ja. In dem Sinne würde ich mich mal fürs Dabeisein bedanken, fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Fertes Volk.